Also Christian, ich habe uns hier eine Abwurfreihe von einem Hirsch aufgebaut, vom sechsten Kopf an aufwärts. Da wissen wir es ganz genau, das ist, den wirst du kennen aus Berleburg 1, Babyface, ein weißer Hirsch, vom sechsten Kopf an. Und du weißt, wir wollen auch unsere Hirsche 12 Jahre alt werden lassen, hier ganz eindrucksvoll dargestellt. Und ich will dir eigentlich zeigen, woran man im Geweih erkennen kann, dass es immer wieder der gleiche Hirsch ist. Wir versuchen, so viele Abwurfstangen wie möglich jedes Jahr an der Fütterung aufzusammeln und dann den Hirschen entsprechend wieder zuzuordnen. Sonst ist es doch mitunter dann auch sehr schwierig, dann die Hirsche wiederzuerkennen. Wenn du dir die Stange anguckst, im Grunde genommen den Stangenaufbau, die Hauptstange mit Aug, Eis und Mittelsprosse und Krone, was dem Hirsch im Grunde genommen immer erhalten bleibt, ist der Schwung der Hauptstange, Schwung der Augsprosse weitestgehend mit dem Winkel zur Hauptstange, der Abgang, und genauso bei der Mittelsprosse. Die, ja? Okay, das heißt also, das ist immer der Fingerabdruck, ja? Und oben die Krone ändert sich? Nein. Zum Fingerabdruck komme ich gleich noch. Das sind die wesentlichen Züge, die eigentlich immer an der Stange gleich bleiben. Okay. So, die Eissprosse kann noch mal variieren. Krone im Grunde genommen auch. Da kommen noch ein paar Enden mal dazu. Der Hauptschwung der Krone bleibt auch gleich in etwa. Aber der eigentliche Fingerabdruck ist unten die Petschaft. Aha. Die ist, ja, wenn du dir das im Laufe des nächsten Jahres dann anguckst, das ist im Grunde genommen genau das Gleiche, ja, nur etwas größer. Mhm. Der Rosenrand vielleicht mal etwas anders, aber wenn du die Stangen jetzt schon so nebeneinander siehst oder so nebeneinander hältst, dann kannst du schon sehen, da ist der gleiche Schwung drin. Und jetzt hier in diesem Fall kannst du dann sehen, die Stange hat natürlich auch deutlich an Masse schon zugenommen. Ja, ja. Das ist ja beeindruckend, ja, wie was in einem Jahr dann passieren kann. Ne? Ja. Absolut. Das heißt, wenn ich mir das jetzt hier so angucke, dann sieht das ja so aus, sage ich jetzt mal, dass er von dem sechsten Kopf an jedes Jahr, wie alt ist der Hirsch jetzt? Der ist jetzt, lass uns nachzählen, sechster, du hast den siebten, achter, neunter, zehnter, elfter, zwölfter. Der ist jetzt vom 13. Kopf in diesem Jahr. Das heißt also, von Zurücksetzen ist keine Rede, also hat er jedes Jahr noch dazu. Vom Zurücksetzen ist hier noch nicht die Rede. Ja, Wahnsinn. Der hat, also bis zum 12. ganz sicher zugenommen. In diesem Jahr habe ich nur schon mal gesehen, habe ich auch das Gefühl, dass er mit dem 13. Kopf noch nicht wirklich zurückgesetzt hat oder anfängt zurückzusetzen. Der hat meines Erachtens sogar noch mal eine Schippe draufgepackt. Das wird ein Hirsch sein um 220 Punkte. Aber das ist natürlich schon, ja, Goldmedaille, denke ich, ne? Absolut. Ab 210 Punkte ist Goldmedaille. Ja, Wahnsinn. Das zeigt uns auch, dass ein Hirsch mit 10 Jahren im Grunde genommen noch nicht unbedingt seinen Höhepunkt erreicht haben muss. Ja, ja. Das macht so den Eindruck, als ob, wenn sie älter werden, umso interessanter werden sie, ne? Je älter, umso interessanter. Irgendwann fangen die an, Merkmale zu bilden, die sie dann wirklich richtig interessant machen. Ja, toll. Die Rosen sind wie so topförmig, ziehen sich topförmig nach unten runter. Ganz häufig sind nicht mehr so kranzig rund, sondern ziehen sich so ein bisschen nach unten runter, genau. Ah, ja. Und mitunter rutscht die Augsprosse an der Hauptstange auch ein bisschen nach oben, dass du hier so einen Absatz dann hast. Und man sagt auch, dass das Geweih mit zunehmendem Alter immer mehr zu den Lichtern runterrutscht. Ist das so? Am Hirsch, am Schädel. Ja, am Schädel. Ja, genau. Du musst dir das so vorstellen. Die Stange sitzt auf dem Rosenstock und mit jedem Jahr Abwerfen wird im Grunde genommen dieser Rosenstock etwas kürzer. Die Knochenmasse am Schädel wird etwas weniger. Und dadurch, wenn du dir einen Spießer vorstellst, der hat so einen hohen Rosenstock. Wo man ihn kaum noch sieht, also im Prinzip fast, als ob er keine Rosen hätte, ne? Der hat keine Rosen, nein, aber du siehst den hohen Rosenstock. Ja. So, und dann wirft er ab und von Jahr zu Jahr wird dieser Rosenstock wird immer flacher. Und dann sieht das hinterher so aus, als wenn die Stange seitlich am Schädel des Hirsches dran sitzt. Mhm. Ganz flach auf dem Schädel drauf. Mhm. Je älter die werden, so ein alter Herr, der hat nicht mehr große Lust, sich da im Getümmel aufzuhalten. Zwischen seinem 8. und 12. Lebensjahr im absoluten Saft. Zeigen, wo der Altersknick ist. Wirst du auch an dieser Stange nicht finden. Also der Altersknick wäre, wenn er denn vorhanden wäre,
hier im unteren Bereich zu finden, wäre etwas höher noch. Und dann geht die Stange wie in einem 90-Grad-Winkel nach hinten weg, dann wieder nach oben hoch. Okay. Also hat dieser aber auch noch nicht, ist auch nicht das hundertprozentig sichere Ansprechmerkmal. Du kannst nicht davon ausgehen, dass ein 12-jähriger Hirsch, 13-jähriger Hirsch einen Altersknick aufweist. Körperbau, Verhalten, das ist es im Grunde genommen, das Zusammenspiel. Und da kommen dann noch so gewisse einzelne Punkte dann dazu. Gesichtsausdruck, wie verhält er sich denn, wie gesagt, im Verhalten, wie verhält er sich den anderen Hirschen gegenüber. Was für mich überhaupt nicht entscheidend ist. Ich habe dir vorhin was von Punkten erzählt. Das ist ganz nett zu wissen, wie viele Punkte oder wie schwer so ein Hirsch ist, keine Frage. Ist ja auch eine ganz legitime Angelegenheit, sich dafür zu interessieren. Aber entscheidend ist im Grunde genommen, dass sie alt sind und das Alter kriegen. Das ist für den Rotwildbestand das Wichtigste. Denn der alte, erfahrene Hirsch, der weiß, ich habe dann und dann, oder er hat das Feeling dafür, wann die Tiere wirklich dann in der Brunft zum Beschlag bereit sind. Und der kann das dann entsprechend dann auch den Beschlag dann auch vornehmen. Wie erklärst du dir denn, dass da so beeindruckende und so starke Trophäen zustande kommen? Ja, ja. Natürlich, Rotwild ist als ursprüngliches Steppentier an Waldlebensraum erstmal auch durch diese Riesentrophäe gar nicht so angepasst. Das ja. ist keine Frage. Aber es hat sich eben im Laufe der Jahrtausende dann auch irgendwann damit abgefunden, dass es im Wald leben kann und muss. Leider ist es ja so, dass wir das Rotwild immer mehr auch in den Wald gedrängt haben, die wirklich ganz, ganz ursprüngliches Rotwild haben, wo nicht irgendwo welche Fremdbluteinkreuzungen dazu gekommen sind. Ja, ja. Aber das hat sich ja hier von alleine eben in den letzten 20 Jahren ja auch weiterentwickelt, ne? Definitiv. Das sind keine Zuchtprojekte. Ja. Sondern das ist einfach so entstanden. Gesundes, ne? Fittes Wild. Und Ruhe wahrscheinlich. Und Ruhe, das bringt dann letzten Endes dann auch solche Hirsche zustande, nicht? Und so ruhig wie eben möglich. Wenig Einzeljacht, konzentrierte Jachtausübung im Jahresverlauf, an wenigen Tagen, das kommt dem Rotwild sehr zugute. Und wenn die sich wohlfühlen, im Grunde genommen ist eine Trophäe ja der Ausdruck nach außen, wie gut geht es dem Tier. Geht es dem Tier schlecht, dann ist auch die Trophäe nicht mehr das. Weil das ist im Grunde genommen ist es ein Luxusgut. Und auch am Brunftplatz ist es so, die Hirsche, die man das erste Mal auf dem Brunftplatz sieht, sind meistens zu jung. Die muss man über 4-5 Jahre eigentlich am Brunftplatz schon kennen. Und dann kann man mal davon ausgehen, okay, jetzt habe ich einen Hirsch, wenn ich nicht auch die Feisthirsche schon im Revier habe und die Hirsche oder vielleicht auch im Winter an der Winterfütterung habe und die Hirsche die ganze Zeit kenne. Aber wenn ich das nicht habe, muss ich wirklich mir in der Brunft sicher sein, dass ich den Hirsch vorher schon mal gesehen habe. Ausnahmen gibt es da auch, wenn da wirklich ganz überalterte Hirsche rankommen, die jeder ansprechen kann, die nach vorne scheinbar richtig umklappen oder absolut dicke Gelenke haben beispielsweise, dann solche Ausnahmen gibt es natürlich auch. Aber vorsichtig bei den Hirschen in der Mittelklasse, das war nach oben hin dann auch die reifen Erntehirsche bekommen. Wir haben genug Abgänge im Grunde genommen in der Klasse 2 durch Fallwildhirsche. Das reicht eigentlich aus, sodass man da auch sagen kann, wir lassen auch den einseitigen Kronenhirsch durchwachsen bis zum 12. Kopf und ernten ihn dann als alten Hirsch, sodass der Altersaufbau dann entsprechend wieder passt. Das heißt ja, da muss also in der Jugendklasse intensiv eingegriffen werden. Ja? Ja. Aber kann man denn in der Jugendklasse eigentlich immer schon so die Entwicklung eines Hirsches absehen? Nein, auch nicht immer. Wir bejagen die Jugendklasse, sprich die Hirsche vom 1. bis zum 3. Kopf, bis zum Eisprossenzehner. Das heißt aber nicht, dass der Eisprossenzehner, wenn er denn älter werden würde, nicht vielleicht auch noch mal eine Krone kriegt. Aber irgendwo muss man ansetzen, irgendwo muss man ein Kriterium finden, was für alle dann auch entsprechend Gültigkeit hat. Schwierig sind, das ist so, wer sich mit Rotwild noch nie beschäftigt hat, sind Spießer.
teilweise Gabler, Hochgabler oder Kronenspießer, die dann durchaus Sechsergeweihchen tragen können, aber eben keine Rosen haben. Das hat das Spießergeweih nie. Mhm. Da könnte durchaus dann mal ein Fehler passieren. Da muss man dann zweimal hingucken. Also das heißt, also, es gibt auch einen Sechser, der vom ersten Kopfwert jetzt keine Rosen hat oder so. Sowas kann auch passieren. Kann durchaus passieren, ah. Ja, ja. Aber in aller Regel haben die keine Augsprossen. Mhm. Hat das Kahlwild oder welchen Einfluss hat das Kahlwild eigentlich darauf? Ich meine, die Hirsche werden ja mal geboren, ja? Ja. Und da muss ja auch irgendwas, also eine Grundlage geschaffen werden. Und die kommt ja nicht nur alleine durch die Hirsche. Ja. Da sind die weiblichen Schildstücke ja irgendwo auch mit dran beteiligt, ja. Und was ist da der entscheidende Faktor? Entscheidender Faktor ist im Grunde genommen, dass die Kälber im Frühjahr, im Mai, Juni so geboren werden. Dass sie da geboren werden, alle ziemlich zeitgleich, dass sie gut konditioniert in den Winter reingehen und nicht, dass man, wenn man da so eine verschobene Brunft hat und auf einmal wird dann da im Juli noch ein Kalb gesetzt oder vielleicht noch später, gibt's alles. Das ist eben ganz entscheidend, dass man gesundes, fittes Kahlwild hat, was dann entsprechend von den alten Hirschen beschlagen wird, frühzeitig setzt, das Wild gut konditioniert in den Winter geht. Also dann verstehe ich das so, dass die alten Hirsche also auch dafür sorgen, dass eine geordnete und eine frühzeitige Brunft in Gange kommt. Absolut. Mhm. Absolut. Patrick, du hast mir erzählt, ihr jagt dieses Jahr 8 starke Hirsche in der Klasse 1 dieses Jahr schießen in eurem Revier. Ja. Wie setzt sich das zusammen? Was müsst ihr tun dafür? Oder wie bestimmt ihr das? Macht das jemand anders? Macht ihr das selber? Oder wie ist das geregelt? Ich habe dir vorhin was von unserer Hegegemeinschaft erzählt und wie wir da mit den Hirschen der Klasse 2 bzw. mit den einseitigen Kronenhirschen verfahren. Und beim Kahlwild ist es im Grunde genommen genauso. Oder da bei den Hirschen ist es im Grunde genommen genauso der Klasse 1. Wir müssen pro Hirsch der Klasse 1 20 Stück Rotwild schießen. Also ganz einfach, für die 8 Stück müssen wir 160 Stück Rotwild liefern bzw. geliefert haben. Dann bekomme ich den Hirsch frei. Gilt das jetzt nur für euer Revier oder gilt das für alle Reviere in der Hegegemeinschaft? Das gilt für alle Reviere, die in der Hegegemeinschaft sind. Und in Anlehnung dessen hat sich auch hier die Jagdbehörde das eigentlich zu eigen gemacht und vergibt in dem Falle bei den Revieren, die nicht zur Hegegemeinschaft gehören, im Grunde genommen den Einzhirsch auch immer erst dann, wenn irgendwo 20 Hirsche, 20 Stück Rotwild erlegt worden sind. Das heißt also nicht mit anderen Worten, einer hat ein großes Revier, kriegt viel frei, sondern es ist einfach nicht hektarabhängig, sondern in dem, was geleistet wird und was auch an Rotwildbestand an dem Punkt auch da ist. Absolut, genau so. Ja. So läuft das. Von der Abschussverteilung her ist es dann im Grunde genommen, angestrebt ist immer ein Geschlechterverhältnis 1:1. Wir haben bei uns einen leichten Überhang an Kahlwild. Wir müssen auch sehen, dass wir im Laufe der Jahre ein bisschen reduzieren jetzt noch. Wir haben in einigen Bereichen viel zu viel Rotwild. Und so, dass wir beim Kahlwild momentan etwas stärker eingreifen müssen als bei den Hirschen. Wir haben auch einen körperlichen Nachweis. Im Grunde genommen ist das ein leistungsorientierter Abschuss oder eine Belohnung sozusagen für das, was geleistet worden ist. Wir haben echten körperlichen Nachweis. Da gibt es Leute, die rausfahren und gucken sich jedes erlegte Stück Rotwild an. Das wird in der Liste aufgenommen und diese Listen werden dann bei der Jagdbehörde eingereicht. Die gleicht das dann ab zum Ende des Jagdjahres und danach hin wird dann beantragt der Revierinhaber dann seinen Rotwildabschuss. Unsere Ergebnisse zeigen eigentlich, oder das Abschussergebnis der Jahre zeigt, es sind genügend alte, reife Hirsche jedes Jahr da und der ganze Hirschabschuss passt in Relation zum Kahlwildabschuss. Patrick, du hast gesagt, es gibt hier eine Rotwildjägergemeinschaft. Ja. Ja? Ist das eine Pflichtmitgliedschaft oder macht man das freiwillig oder wie wird das geregelt? Ja. Im Grunde genommen ist diese Mitgliedschaft in der Hegegemeinschaft freiwillig. Nur wem am Rotwild was liegt, wem die Wildart am Herzen liegt, der sollte sich da eigentlich auch nicht versperren, da nicht mitzumachen. Das Rotwild und die Lebensansprüche des Rotwildes erfordern es eigentlich, dass man es auf einer großen Fläche bewirtschaftet. Und das kann im Grunde genommen nur mit diesem Organ der Hegegemeinschaft funktionieren. Auf einer großen Fläche alle zusammen über Abschusspläne zu sprechen, über nicht nur über die Hirschabschüsse zu sprechen, sondern auch über die Verteilung des Kahlwildes zu sprechen, im Sommer, im Winter, zu allen Jahreszeiten.
das ist ein ganz wichtiges Instrument. Und meiner Meinung nach müsste jedes Revier, in dem Rotwild bejagt wird, einer Hegegemeinschaft anhören. Das ist eigentlich fast gar nicht anders denkbar. Und wie ist es hier? Sind die Reviere durchweg? Die meisten Reviere sind Mitglied der Hegegemeinschaft, ja. Ja, gut.